Als nächste Frau Abgeordnete Doktorin Angelika Winzig. Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, dass wir heute dieses Volksbegehren hier im Hohen Haus diskutieren, denn es gibt mir auch die Möglichkeit, Aufklärungsarbeit zu leisten. Da ich leider nicht über die finanziellen Mittel verfüge, wie ein riesiger Handelskonzern, wie ein großes Medienhaus oder wie die linken NGOs groß angelegte Kampagnen zu starten und durchzuführen, nutze ich heute die Gelegenheit, über Fakten zu berichten. Denn der Informationsbedarf in der Bevölkerung, das hat der Kollege schon angeschnitten, ist groß. Wenn selbst der Initiator des Volksbegehrens, SPÖ-Bürgermeister Dumpser, gesagt hat, er hat nur 8 Seiten von CETA gelesen. Und ich glaube schon, dass unsere Bürgerinnen und Bürger das Recht haben, auch eine sachliche Information zu erhalten. Ja, auch wenn der Standard... Wenn der Standard schreibt, die USA holt TTIP aus dem Gefrierschrank, allein mir fällt der Glaube angesichts der Trumpschen Handelspolitik, gerade jetzt mit den Sonderzöllen für Kanada. Darum möchte ich mich auch auf die Eckpunkte von CETA beschränken. Die jüngsten Studien, egal ob vom WIFO oder der JKU, bestätigen, dass CETA für Österreich, aber auch für die Europäische Union ein hervorragendes Abkommen ist. Es enthält das Right to Regulate, also die Regulierungshoheit der Nationalstaaten. CETA untergräbt auch nicht das Vorsorgeprinzip, das ist in Artikel 191 im Lissabon-Vertrag geregelt und es kann durch einen völkerrechtlichen Vertrag nicht abgeschafft werden. Ganz im Gegenteil, sieht CETA sogar die Anwendung des Vorsorgeprinzips de facto vor. Auch Kanada selbst verwendet in vielen Fällen das Vorsorgeprinzip. Zu den öffentlichen Dienstleistungen. Die EU und Kanada bekräftigen und anerkennen das Recht der Nationalstaaten für die Erbringung von öffentlichen Dienstleistungen, ob das im Bereich Bildung, Gesundheit, Soziales, aber auch Daseinsversorgung ist. Und in CETA wurde erstmals ein Investitionsschutz neu angedacht, auch dank unseres Herrn Vizekanzlers, der sich sehr dafür eingesetzt hat. Die Regierung kann Gesetze ändern, auch wenn sie sich negativ auf die Gewinnerwartungen von Unternehmen auswirken. Eins muss allerdings festgestellt sein, dass bei Enteignungen die gleichen Rechte wie für Inländer gelten. Weiters sieht CETA die Errichtung eines unabhängigen, überparteilichen und ständigen Investitionsgerichts vor und ist das erste Abkommen, das wir in dieser Form abschließen, mit einer Berufungsinstanz. Auch im Umweltbereich verpflichtet CETA zu hohen Standards und zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens. Und abgesehen davon wissen wir auch, dass Kanada in vielen Bereichen höhere Umweltstandards hat als wir. Bei den Arbeitnehmerschutzrechten hat Kanada bereits 7 der 8 ILO-Übereinkommen ratifiziert und das letzte ist gerade im Ratifizierungsverfahren. Und zum Schluss die Besonderheit, Kanada hat seinen öffentlichen Beschaffungsmarkt bis zur kommunalen Ebene geöffnet, wie das noch nie zuvor in einem kanadischen Abkommen erfolgt ist. Ja, es freut mich, dass diese Argumente durch eine aktuelle Studie an der Linzer Kepler-Uni bestätigt werden. Professor Friedrich Schneider bekräftigt auch, dass CETA mittelfristig nennenswerten Wohlstand für Österreich bringen wird, weil eindeutig die KMUs profitieren werden. Denn eine weitere Erschließung des kanadischen Marktes für KMUs wäre ohne CETA zu teuer und zu kompliziert. Und ich bin auch froh, wenn CETA in Kürze in die vorläufige Anwendung kommt, denn da werden auch die letzten Kritiker erkennen, dass CETA viele positive Auswirkungen für Österreich hat und dass auch die linken NGOs ihre Weltuntergangsszenarien ad acta legen werden müssen. Ja, am 30. ist der Tag der Arbeitgeber. Ich möchte mich bei allen exportorientierten Unternehmerinnen und Unternehmern ganz herzlich für ihre Leistungen bedanken, denn sie sichern unsere 60-prozentige Exportquote, damit unsere Arbeitsplätze und unseren Wohlstand. Und ich kann Ihnen versichern, die ÖVP und auch unsere Außenwirtschaftsorganisationen werden uns weiterhin kräftig für ihre Exportaktivitäten einsetzen.
CETA ist ein hervorragendes Abkommen, nützt vor allem den österreichischen KMUs und verpflichtet zu hohen Standards bei Arbeitsschutz und Umweltauflagen, sagte Angela Winzig von der ÖVP.